Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft für die Galaxy Resurrection. So, ich habe hier jetzt ein Feld schon mal für die Emerald Seeds und für die Wizard Skeleton Seeds fertig gemacht. 10-10-10 natürlich, wie sich das gehört. Yellowite und Nether Seeds habe ich auch schon fertig. Es fehlen wirklich nur noch, wie ihr hier drin seht, nur noch Enderman, Lapis Seeds. Und hier die Emerald Seeds kann ich jetzt mal wegwerfen. 10 und 10 und 10 hat 10. Geh mal weg mit dem Müll. Also der war schon wieder runter. Oh. Das ist nicht gut. Kann der. Tschüss, Junge. Hallo, tschüss. Okay, irgendwas. Sag mir, ich sollte mal anfangen, da oben auszuleuchten. Merke ich mir für nach der Folge. So, einmal ganz kurz schlafen gehen. Ich habe hier ein Civicio-Fördes hingesetzt. Und naja, der ist stark. Sehr stark. Ich drücke es so aus, wiefern stark der ist. Wir brauchen nur noch für einen Deck eine Kohle. Aber naja. Ich habe noch etwas im Nether gefarmt, und zwar Nether Stars. Habe ich mal kurz einen neuen Wizard besiegt. Und das ist geil. Das ist einfach richtig geil. Hier auch die Infinity Booster Cards und ein paar Sigils. Aber naja. Was wir jetzt heute machen, wir machen heute noch ein paar Quests fertig und wir geben erstmal hier das für den Civicio Furnace ab. Dann machen wir erstmal die Pets-Reihe fertig und machen das Wizard-Pad fertig. So, Wizard-Pad. Immune to Life Seal, okay. Coal Nugget, Soul Sand, Nether Star und ein Gold Ingot. Soul Sand, haben wir hier da was? Jawohl, da haben wir. Coal Nuggets haben wir auch noch. Übersicht, supi. Ein Nether Star und ein Gold Ingot. Shift. Claim Reward und wir haben Transportable Pets fertig. Sehr schön. Das Pet kann man zu den anderen. Die können wir hier rein. Okay, was machen wir als nächstes? Project Overpowered. Wir können ja mal hier den Philosopher's Stone anfangen. Ein Philosopher's... Philosopher's Stone. Wir brauchen 4 Redstone-Blöcke, 4 Lumium-Blöcke. Ach du Scheiße. Wie viel brauchen wir da? Wir kriegen 4 raus. 4, 8, 12, 16. Wir brauchen 5 mal das Rezept. Dann, okay. Ich mache hier wieder den altbekannten Trick. Philos. Einmal hier den vertikalen Strich. Den horizontalen. Wir machen uns dann jetzt einen Magma Crucible und einen Fluid Transposer. So, Magma Crucible, wir brauchen Invar Gear. Jetzt haben wir Invar da. Invar? Ein Ingot, ja, wo? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh. 2, 3, 4. Ich mach mal ganz kurz, muss mal hier ganz schnell was einstellen. Taskleins automatisch ausblenden, übernehmen, okay. So, jetzt sehe ich auch mal ein bisschen mehr. Dann hätten, das würde nicht reichen. So. Haben wir zum Glück hier unseren Alloy-Smelter. Zack, zack. So, dann machen wir währenddessen schon mal... Hier, ich habe ja noch ein bisschen von den Essenzen über. Ich werde jetzt eh wieder 10 noch 12 Jahre brauchen, bis ich das Rezept gefunden habe. Oh, wow. 1, 2, 3, 4. Ups. Ja. I agree every team. So, ein Stack. Lass mal hier durchscheißen und ihr seht, das geht schnell. So, wir aber werden 2 von den... Ne, Moment, das war jetzt zu viel. Wir brauchen Zinn.
Halt, Moment, was war das? Silber, okay. Wir werden etwas Zinn brauchen. Zinnessenzen müssten wir hier haben. Jawohl. Nehmen wir mal den Stack mit. Also ihr seht, da geht es schon fix hier voran. Zack. Und Zack 28. Das müssen wir ehrlich gesagt automatisieren. Ab in die Enrichment Chamber. Das Inver ist fertig. Sehr schön. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Wir brauchen, wie gesagt, zwei Inver Gears. Das kann weg. Ja. Jetzt muss ich gerade auf Sinn warten. Wie sieht das aus? Ist schon ein bisschen fertig. Oh. Output. Input. So. Machen wir mal gerade so. Na, so. Dann haben wir ein bisschen Arbeitsteilung. Ach, weißt du was? Ich schaue erstmal kurz, ob ich hier drüben noch ein bisschen was habe. Wenn wir Glück haben. Sehr schön, wir haben Glück. Da haben wir schon die 18 Ingots. Sehr schön. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Oh, ich habe mich auch um 2 Ingots vertan. Hey, wir waren jetzt sofort, komm zurück. Ja, der Stack ist fertig. So. Sehr schön. Zwei Machine Frames. Wird für das so. Machen wir doch hier zuerst. 1, 2, 3. 1, 1, 2. Und wir brauchen Koffer. Bitte sag mich da drüben noch was. Ey, da tut mir gerade jetzt wieder so leid. Ja, haben wir. Oh Gott, ich muss echt mal anfangen hier mit der Verarbeitung jetzt. So, einmal ganz kurz hier bei mir was leiser machen. 8 Koffer. Zwei Copper Gears. Mensch. Auch hier der eine Silver Nugget, weißt du. Ja gut. Hast überlebt, lass ich gelten. Zack. Ein Flüttelpuffer. Sehr schön. Noch, oh, wir machen noch eine letzte und Energy Cell. Und ich brauche Lead, ey, Mann, das ist... Also, no. Ja, ich mach was fertig, ich weiß es. Hier, Lead Essential Stack. Oh, die Emeralds wachsen schön. So. Komm, das ist gerade mal wichtiger. Das kann raus. Ich schmeiß mal hier. Ah, hier wird das. Das müssen wir noch alles judifizieren. Ja, judifiziert kriegen wir das dann später irgendwie. Zack, zack. Das haben wir schon mal. Hier Glas. Dann müssen wir nur noch gerade aufs LED warten. Auf die LED-Ingot. Weißt du was, damit es einfach damit ist, gerade was schneller geht. 1, 2, 3, 4. So. Letzte und Energy Cell Frame. Was brauchen wir jetzt noch? Zwei Nether Bricks. Dann müssten wir eigentlich schon fast alles haben, nur noch die Moment, Bildschirm, du gehst nicht aus, so Redstone Reception Coil und dann Shift
Ein Magma Crucible. Ja, supi. Eins, zwei. Output. Input. Ja, hier haben wir noch. Also Treibstoff haben wir noch, so ist es nicht. Okay, wir brauchen 5 Eimer Redstone. Glowstone. Komm, erstmal spricht das Feld ab. Oh scheiße, ein weiterer Compress Creeper ist tot. Müsste es eigentlich noch eine Quest geben mit den erstmal hier so. Machinery. Oh, da braucht man die Resonant Maschinen, ja gut. Ah, das haben wir schon abgehakt, sehr schön. Gut, gut. Ja gut, die Jetpacks brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, aber können wir trotzdem einmal durchcraften. Ne. War das denn? Ne, das waren 3x3, gut. Gut, gut. Einmal. Komm. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, was war das jetzt, was wir für Lumium brauchen? Zinn, 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 Silber. Erst einmal können wir das hier einschmelzen. Einmal 5 sind 15. Und dann nochmal so 5. Okay. Ja, warte mal. Ja gut, das kann man immer so durchschmelzen lassen. Dann hol ich mal schnell hier Silber. Oh Gott, ich muss hier echt so dringend mal anfangen mit dem... Na? Na, wie heißt es mit dem Erze verarbeiten? Was wir eigentlich mal machen können. Wir können mal Energy. Na? Energy Upgrades machen. Dafür brauchen wir Enriched Alloy. Also Gold, das haben wir. Ja komm, wir machen erstmal da nur 8 pro Maschine reingehen, machen wir einmal 16 fertig. Das heißt, wir brauchen 32 Redstone. Man weiß ja, was wir haben mit. Die brauchen Iron, okay. Na? So. Also die Hütte da drüben wird auch bald verschwinden. Ist ja noch kein Upgrade drin, genau. Und was wir auch noch machen könnten, sind Speed Upgrades. Ja genau, Item Speed Upgrades heißen sie. Da brauchen wir Osmium, das haben wir jetzt aber noch nicht. Sehr schön. 1, 2, 3. Ist das jetzt von Industrial Craft? Ja, das ist von Industrial Craft. Das wird Craft werden wir auch bald mal angehen. Wie sieht das hier aus? Okay. 4 und nur noch 1, dann haben wir es schon zusammen. Geschmolzen kriegen wir das dann relativ schnell. Habe ich noch hier Eimers? Nein, ich werde 5 brauchen, dann machen wir den Zweck nochmal leer. So, 5 Eimer.
Zack. Zack. Und wo habe ich meinen Toast? Den habe ich bestimmt doch hier irgendwo. Komm, nehmen wir die Potatos. So. Ja, das dauert jetzt. Oh, wir haben echt nicht genug Saft dafür. Eins, zwei, drei, vier. Und. Und. Komm schon, ich glaube an dich, das schaffst du. Fünf, supi. Vier. Acht. Zwölf. 16. 20. Sehr schön. Das packen wir in den Aloy-Smelter. Hier geht das ja schneller. Braucht er zum Glück kein Lumium, kein Induction-Smelter. Okay, das kann weg. Das und das kann. Der Gold, das kann nicht weg. Da brauchen wir ja noch die. Wie sieht das hier aus? 16 hat er schon fertig. Supi, da können wir schon. Eine Maschine voll upgraden. Full upgraden, Alter. So, 8 Energy Upgrades. Und ich würde sagen, da machen wir erstmal den Ofen. Wobei, den Richmond Chamber. Mach mal den Richmond Chamber. So, 1, 2. Ich brauche hier. 8 RF gebraucht. 6. Nee. Moment. 2 RF pro Tick? 10% Effizienz. Der füllt sich jetzt hier einmal auf. Ja. Gut. Komm, machen wir nochmal hier den Rest fertig. Wer weiß, was man braucht. Ich will erstmal das Silber fertig haben. Und dann mache ich noch ein bisschen Zinn fertig. Ich lerne aus meinen Fehlern, Leute. Nickel, Zinn. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt als nächstes sofort hier rüber auf. Hier aufs ME-System. Das wird Zeit. Das wird richtig Zeit. Ach komm. Lass mal kurz durchlaufen. Wie sieht das hier aus? 20 Lumium, mein Gott. Super. Dann können wir ja jetzt die 4 Blöcke machen. Was habe ich da gerechnet? Ey, was habe ich da zusammengerechnet? Okay, dann brauchen wir. Wir haben jetzt 2, also 4 mal das Rezept noch. Oh Gott. Tut mir furchtbar leid, Leute, ne? 1, 2, 3, 4, so. Ja, es ist einfach. Irgendwie machte ich die Hitze heute noch ein bisschen mehr gaga als sonst. Ich weiß, kaum vorstellbar, aber naja. Einmal schön durchheizen. Machen wir nochmal hier wenigstens das letzte Upgrade fertig. Und wir müssen auch so langsam mal anfangen mit einer ordentlichen Energieversorgung. Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt hier gerade angefangen. Komm, mach ich für mich gerade mal so. Ich meine, für euch ist die Folge jetzt gleich eh vorbei. Ja, heute könnte ich mich echt hauen. Boah, es ist aber auch so scheiße warm. Ich habe schon Vent hier an. Und ich bin immer noch am Zerfließen. Das kannst du echt nur so sagen. Ja. Also, falls ihr noch nicht gemerkt habt, heute nehme ich live aus der Herrensauna auf. Gut. Würde ich sagen, ich mache jetzt offscreen hier noch soweit alles fertig. 3. 4, das habe ich jetzt wenigstens schon mal soweit fertig. Gut. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.